Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eine kurze Mitteilung und die neuesten Übermittlungen Hallo meine Lieben, ich grüße euch. der Heute eine Übermittlung Seele, von der Germania, unserer Volksseele. Volksseele. Sie hat eine Mitteilung für uns, für euch, und die ist folgende. Sie dankt allen für die letzten Jahre, für die Jahrzehnte der Kämpfe. Und sie hat ihren Thron bestiegen, das habe ich gestern gesehen. Und sie hat bereits alle ihre Garde um sich herum. Und sie ist dabei, ihre Stärke und wieder zu wachsen. Und sie sagte ganz deutlich zu mir, es ist kein Kampf mehr, es ist jetzt Selbstbewusstsein. Es ist jetzt wichtig, dass wir unser Denken, Handeln, unser Herz wieder öffnen für unsere Urahnen, für unsere Ahnen, für unser Leben, für das, was wir sind, das, was dieses Land, die Bäume, die Landschaft, das, was uns ausmacht, denn wir gehören zusammen. Die Landschaft, die Berge, die Wesen, alles ist eins. Und es ist jetzt nicht mehr wichtig, in den Kampf zu gehen, in den Äußeren, sondern jetzt möchte sie, dass wir uns genau mit dem verbinden, was wir sind. Mit unserem Land, mit unseren Wäldern, mit unseren Ahnen, mit unserem Sein. Das ist jetzt der Kampf in Anführungsstrichen. Das ist jetzt Wachstum. Das kam ganz deutlich, dass es jetzt darum geht, wieder zu uns zu stehen, unsere Wahrheit zu sprechen, zu unseren Ahnen zurückzukommen, zu deren Weisheit, die sie so viel Wissen bereits hatten. Uns wird heute erzählt, wir sind wir können so stolz sein auf unsere Intellekt und auf unsere Intelligenz und auf unsere Errungenschaften, was wir so alles toll jetzt an Bewusstsein erlangt haben. Das ist aber mehr das materielle Verdrehte, was wir jetzt hier sehen im Außen. Und die Intelligenz, die wahre Intelligenz, nämlich die göttliche Ordnung, die haben wir vergessen. Und diese Essenz ist in uns und das ist auch unser Sein. Und das ist auch unsere Verbundenheit mit dem Ort, unser Seelenklang. Und dieser Klang, der ist überall zu hören. Und das sind Informationen, das sind Frequenzen, wenn man es mal anders bezeichnen möchte. Und diese Frequenzen, die spüren wir auch in unseren Herzen. Und dieser Gleichklang, da dürfen wir hinhören. Und uns damit verbinden. Es ist die gleiche Information, wie ich vorhin gesagt habe, mit den Ahnen verbinden. Es ist alles eine Art Frequenz. Und das ist jetzt das, was jetzt notwendig ist, um weiterzukommen, um das, was wir jetzt erlangt haben. Und es ist etwas in Fahrt gekommen, es ist etwas entstanden durch diese Kämpfe, durch dieses Aufklären, durch dieses, ja, so viele, die sich auf einer Art Schlachtfeld befanden, ob Mann oder Frau. Auch das Gleichgewicht in Mann und Frau, habe ich schon mal gesagt, das darf auch wieder wachsen. In der Frau, dass sie sich als Frau fühlen kann. Und der Mann sich auch wieder als Mann darstellen kann, sehen kann. Die Familien, dass jeder wieder gerne das ist, was er ist, wo er sich fühlt, wofür er sich geboren fühlt, aus Gottes Natur, aus Gottes
Schöpfung heraus, der Seelenfunken, das in uns spüren und wieder leben, in dem, was wir sind, wer wir sind, wo wir herkommen, unser altes Wissen, unsere alte Essenz. Ja, ich habe in den letzten Tagen öfter mal oder zwei, dreimal jetzt wieder die Erlebnisse mit der Volksseele am Untersberg gesprochen, wie ich sie wahrgenommen habe, als sie mit mir die Aufstellung, die geistige Welt die Aufstellung gemacht hat und Germania, die Volksseele, sich mir dargestellt hat, wie es ihr geht. Und wenn ich jetzt das Bild sehe, was mir gestern, heute, ich kann, ja, gestern war es, glaube ich, gestern Abend, heute früh, irgendwann in der Nacht, gezeigt hat, wie sie mit ihrer Garde, mit ihrer Gefolgschaft oder wie man dazu sagen möchte, mir gezeigt hat, ich sitze auf meinem Thron, schau her, ich bin da und schau, wie gut es mir geht. Und das zeigt mir, dass es genügend gibt, die zurückgefunden haben zur göttlichen Ordnung, zu ihren Seelenfunken. Das geschieht aber nicht nur bei uns, das geschieht in jedem Volk jetzt. Dass die Völker, da habe ich in den letzten, ich habe darüber kein Video gemacht, ich glaube nicht, habe ich die Bäume gesehen, riesige Bäume der Völker und habe von der Frequenz gesprochen. Und dass die Menschen jetzt auch wieder ihre eigene Frequenz wahrnehmen und die Frequenzen der, den Seelenklang. Das ist auch eine Ordnung. Wenn wir mal schauen, wie im Kleinen so im Großen funktioniert ein Organismus nur durch eine göttliche Ordnung, wenn alles seine Aufgaben nach seinem Ursprung erfüllt. Ja, meine Lieben, das wollte ich euch mitteilen. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Und dann bin ich doch mal gespannt, ob da noch so ein paar schöne Informationen kommen. Also, bis demnächst. Tschüss. Ja, und vielleicht wichtig, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Ja, für jeden Einzelnen bedeutet das auch wieder, dass wir nicht mehr den vermeintlichen Wahrheiten im Außen trauen, sondern dass wir anfangen, unseren eigenen Gefühlen, Wahrnehmungen, unseren eigenen Gefühlen trauen, dass wir wieder anfangen, in unser Herz zu hören, in unser eigenes Gefühl, dass wir hinterfragen, dass wenn uns was im Außen an vermeintlichen Errungenschaften, die wir als Menschen, als Gedanken, als Modelle, als was auch immer uns im Außen, das gehört ja auch zu uns. Wir haben ja vielleicht auch ein Stück weit diese Modelle gelebt. Ja, und da einfach jetzt diese zu hinterfragen und den Mut zu haben, zu sagen, Moment, ich glaube, ich habe mich da auch irgendwo verrannt. Das ist gar nicht das, was ich möchte. Und das ist auch irgendwie, fühlt sich das für mich nicht richtig an. Und das kann jetzt jeder für sich in seinem Leben eventuell spüren. Und dann sich neu aufstellen. Und dann zu dem, was er in sich spürt, sagen, okay,
In den letzten Jahren habe ich das und das gemacht. Ich habe gemerkt, das hat mir nicht gut getan. Irgendwie war das nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Für mich, für mein Leben passt irgendwie nicht für mich. Da will ich mich verändern. Dann ist das ein erster Schritt in Richtung, dass ihr zu dem, was ihr spürt, steht. Und wenn wir diesen ersten Schritt machen und den wahrnehmen und den auch tun, dann können sich nächste Schritte viel leichter entwickeln. Es ist immer der erste Schritt mit Mut zu seiner eigenen Wahrheit, zu seinem eigenen Bewusstsein, zu seinem, was jeder Einzelne für sich als richtig empfindet. Ja, und das, was ich aber auch noch sagen möchte, und damit das verstanden wird, wir haben vielleicht tatsächlich in den letzten Jahren viel in einer Art Auseinandersetzung auch gelebt, oder dass wir mehr in den Kampf oder mehr in die Auseinandersetzung, mehr in ja, äußere Kämpfe vielleicht, innere Kämpfe und da rausgehen. Also ja, vor noch ein paar Wochen, Monaten habe ich gesagt, raus aus den Spielen der anderen. Und jetzt geht es weiter, und zwar, wir sind raus aus den Spielen der anderen und gehen jetzt in unsere eigenen Spiele, was das mit uns gemacht hat. Und sagen jetzt, okay, jetzt komme ich mal zu mir. Jetzt, was will ich denn eigentlich? Ich habe mich die ganze Zeit auf einem fremden Spielfeld befunden und merke, dass ich vielleicht irgendwelche Konzepte, irgendwelche Modelle, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Dinge schon gar nicht mehr so richtig von mir war, also das Außen so mehr wahrgenommen habe und in mir das gar nicht mehr. Und das ist das, was jetzt geschieht. Ja, wie so ein Aufräumen. Also wir haben uns zurückgezogen aus dem Außen, gehen zurück in unsere Wohnung und räumen und misten mal aus und gucken mal, was ist denn tatsächlich, was gehört denn zu mir und was gehört nicht mehr zu mir? Was ist meine Wahrheit? Was ist mein Gefühl? Was will ich? Was ist für mich, für mein Leben wichtig? Und was gehört nicht dazu? Was habe ich nur gemeint, es gehört dazu? Ja, das nochmal für jeden Einzelnen. Aber es das heißt ja immer, wie im Kleinen, so im Großen. Also räumen wir in uns auf und schauen nach unserem Sein. Kommen wir immer zurück zum großen Ganzen, weil wir eins sind. Also räumen wir in uns auf und gucken nach unserem Sein, kommen wir zurück in das große Ganze. Ja. Das war mir jetzt nochmal wichtig. In diesem Sinne. Tschüss, eine schöne Woche.